So, hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun wollen wir aus der Highschool flüchten, weil wir festgestellt haben, der Truck nicht wirklich zu gebrauchen war. Den Hausmeister haben wir erledigt, den Dicken, der da unten irgendwo war. Ist irgendwo hier rumgehüpft. Ist alles ganz schön sauber irgendwie. Ja, nun gehen wir hier raus und schauen uns an, was wir hier draußen haben. Hier lang! Jawohl, fast nach dem kleinen Mädel auf den Kopf gejumpt. Wir sind leichte Beute. Hier ist noch eine Leiter. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Schnell hoch. Ein Haus los. Na, das lief ja toll. Schon sind wir sicher. Okay, sicher. Ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C. Komplett wieder bis Z. Rumgeschrien und hier, überhaupt, sinnlos. Sag fest, sie kann Lass sich den Job... Lass Test daraus! Ganz das hat nichts mit... Oh, so etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier... Und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Das nennt sich Notflucht. Na, scheiß drauf. Flucht vor dem Feind. Mein Gott. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Du wolltest dich wohl allein absetzen, dieser Frank. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, wir haben ja keine Feinde oder so. Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Das gehört auch mir! Was ist... Ah. Kann ich gut gebrauchen. Also was? Du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ist es so, Frank? Komm, wir sind geschoben. Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Oh. Das stimmt, das ist wirklich eine gute Idee. Schauen wir mal, was haben wir da? Pillen. Gegen das Kopfweh. Ich lass es dich wissen. Haufen Schrott, der den Weg nach oben versperrt. Oh, hier ist noch eine Menge. Oh ja. Schnapp dir alles, was du findest. Haha. Ha. Okay, Revolver ist voll. Was haben wir hier? Alk. Ravioli-Dose. Lappe. Franks Nachricht, okay. Das geben wir dem Bill. Der soll sich selber anschauen. So, erstmal kurz gucken, ob wir was bauen können. Na klar, ein Medikit. Ist schön, so ein Medikit. Wunderbar, das war's aber auch schon wieder. So, da wollte ich, habe ich gesehen, kann man es aufrichten. So, maximale Gesundheit, Lauschmodusdistanz, Fertigungszeit, Heiltempo, Schwanken der Waffe.
Würde ich doch sagen, tun wir mal die maximale Gesundheit hochsetzen, dann muss ich mich nicht mehr wieder heilen. Auch wieder halten. Tata. Und nehmen wir am besten das Heiltempo auch noch eine Stufe hoch. Ja. So, dann können wir jetzt das Auto anschieben und endlich mal losfahren. Nein, Schrotflinte. So. Bereit. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Okay. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Ich soll doch sie beschützen. Also muss... Darf ich sie nicht enttäuschen? Okay, Bill, dann so. Los. Drücke. Okay. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Alles weißt klar. Du was? Mir egal. Versauerst du nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas. Gib Gas. Hey, ganz toll, Kleine. Abgewürgt, das ist aber schön. Leute, die andere Seite links! Oh, Scheiße. Wollte jemand Hilfe? Drecksvieh. Okay, Verrecke. Das war's. Zurück zum Truck. Wenn das jetzt so weitergeht, haben wir es wahrscheinlich gleich mit unserem Ziel geschoben, bevor es anspringt. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Alter Scheiße. Aus dem Weg, Bro. Na komm. Howdy, Partner. Ah, Alter, wo kommt die her? So. Nimm mal das Messer, ne? Lampe, wow. Alter. Komm, gib mal ein Basie hier. Alter, verdammt. Ich bräuchte langsam wieder Munition. Ich definitiv so jetzt schieb endlich. Spring an, du Sau! Spring an! Alter. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Oh, Scheiße. Wie hört sich das an, Bill? Ja, und die Infizierten hören das auch. Wir müssen in den Truck. Joel, Klasse, wir müssen hier weg. Was wollen die? So. Jetzt auf hoch. Oh Mann. Wir fahren in den Zoo. Okay, das reicht. Stopp. Lass einfach laufen, okay? Sonst abwürgen oder was? Du musst zugeben. Nein. Sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Neue Stadt, neues Glück oder wie? Hier. Was ist das?
Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Okay, können wir jetzt Benzin absaugen. Wegen deinem Kumpel vorhin. Schön. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Nein, es ist noch gar nicht eine andere Stadt. Es ist immer noch die gleiche. Oho. Es regnet. Ich hoffe, der steigt jetzt vorne ein. Da sind wir. So fahre ich auch erst von der Arbeit heim. Oh Mann! Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hasse sowas. Wo hast du das denn her? Ja, fügt mal die Fortsetzung. Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, na, das Auto haben das, Disketten. Oh. Kassettenrekorder das drin? Hier gibt's das wird überhaupt dein Freund noch? Heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt! Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. So, nun kommen wir zum FSK 18-Bereich. Warum kämen die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! It's her. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Geht ab die Musik. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Das ist übel. Aber jetzt umdrehen ist doch auch Schwachsinn, oder? Scheiß drauf. Sieht sehr bewohnt aus, die Gegend hier. Vorsicht! Bitte! Oh Mann. Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh, müssen wir jetzt den kloppen oder was? Das ist doch nicht schön, ich will Zombies schwaden oder so. Nicht mit Leuten kloppen, die überleben kämpfen. Alter. Lass mich los, du blöder Sack! Alter, lass das nicht. Du, alter Knacker, erst recht. Alter, fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Ja. Alter, Sack. Sag's dir! Geh weg von mir! Öl, mach ne Blatt! Verdammt nochmal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch! Los gehen wir! Wo sind eigentlich meine Waffen? Achtung! Bleib unten!
Hab ich jetzt wieder alles? Da. Shotgun-Munition leer. Da hab ich noch 2 Schuss. Da war es nur noch eine. Komm, meine Pistole halt. Wow. Alter Schlappe. Jawohl, habt ihr zweimal daneben geschossen. Warum kann ich mich da eigentlich nicht verstecken, verdammt. Dafür wirst du bezahlen. Alter. Ohne Witz. Auf den was? Da! Bei dem Schalter! Was? Will die irgendwas mit dem Bus? Verdammte Kacke. Ja genau, lad doch erstmal noch deine Knarre nach. Verdammte Scheiße. Oh Mann. Hallo? Wo seid ihr denn? Bah. Oh. Noch einer. Ach du mein lieber Gott, das ist ganz schön heftig hier. Wieder so ein hässlicher Stellungskrieg. Wieder runter. Ein wenig lauschen. Rauschen aus. Ah. Okay, ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Munition suchen, definitiv Munition suchen. Dass wir wegkommen. Was haben wir hier? Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zubefehl. Medikit, okay. Ich brauche Munition, Leute. Ich hab nur noch ein paar Kugeln für einen Revolver. Das will ich mit einer Flasche gar nicht so kaputt werfen. Doch scheiße. Ein Ding überall Kanthölzer rum. Ein Backstein. Also, so wie es aussieht, kann ich demnächst sehr, sehr viel Medikits herstellen. Aber dafür keinen einzigen Typ umlegen. Oh, Revolvermunition, schön. Ich will Schrotflintenmunition oder so. Es robbt viel mehr. Ah, sie hat, glaube ich, was. Aber das Ganze sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.